Sehr gut geht's uns. Wieder ausgeschlafen, bereit für neue Taten. Stimmlich. Ja, Stimme ist, die braucht noch ein bisschen. Und wie warst du die ganze die Faschingszeit? War sehr, sehr schön. Das ist ein einmaliges Erlebnis, das man auf jeden Fall nicht vermissen will. Und was macht ihr heute noch jetzt gleich? Geldbeutel waschen. Und? Und heute Abend das große Fisch essen mit deiner Mama. Und? Nehmen wir Aldi noch ein bisschen. Ja. Der Bürgermeister, hat uns ja gestern gesagt, wir machen ab jetzt eine Teamarbeit über das ganze Jahr. Verehrte Gäste, Prinzenpaar in Zivil. Das Schönste im Leben ist mal irgendwann vorbei. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich freue mich, dass Sie heute auch wieder so zahlreich gekommen sind, um ja im alten Brauch zu huldigen, der aus dem 15. Jahrhundert stammt, der in dieser Stadt ja schon sehr lang gepflegt wird. Wir haben jetzt in München ein relativ hohes, wahrscheinlich das höchste Pro-Kopf-Einkommen im Durchschnitt. Jetzt weiß ich nicht, ob die halt alle sich anstellen da oder ob das einfach für alle wirkt, aber es scheint so zu sein, dass das nicht ganz falsch ist, wenn man das mit dem Geldbeutelwaschen mitmacht. Im 15. Jahrhundert war es ja so, dass die Dienstboten diejenigen waren, die nach dem Fasching ihren Dienstherren sagen wollten, du, Fasching war teuer, unsere Geldbeutel sind leer. Und dann hat man die durch den Brunnen gezogen und zwei Dinge erreicht man. Erst einmal das Signal setzen, liebe Dienstherren, es braucht mehr Geld. Das würden wir heute auch alle noch teilen. Und es braucht da bei uns in dieser Stadt, obwohl es uns sehr gut geht, nicht unbedingt Dienstboten. Es gibt genug Menschen, die es nicht so einfach haben. Ich hoffe, dass für die alle ganz besonders das, was wir heute stellvertretend machen, auch wirkt, dass nämlich ein bisschen mehr Geld im Geldbeutel ist. Das kann uns allen nur gut tun. Ja, und das Zweite war halt, dass der Brauch die Idee hatte, dass wenn man Geldbeutel wascht, dass dann quasi alles leer ist und man dann wieder mehr Platz hat für neues Geld. Was auch immer wirken soll, uns soll es recht sein. Es gibt auf jeden Fall Freibier. Das ist schon mal ganz generell von Hackabschuhe, sage ich einfach. Das ist schon mal nicht schlecht und es ist vor allem, man glaubt es ja kaum, ein strahlender Sonnenschein. Und das gilt natürlich für diejenigen, die gern jetzt ein Bier trinken. Wenn es so kalt ist, wie wir es auch schon hatten, dann hat es tatsächlich etwas länger gedauert, bis der Biervorrat leer war. Ich ahne, dass es heute relativ schnell gewährt, weil der Durst bei dem Wetter einfach größer ist. Jetzt will ich auch nicht mehr lang rumreden. Jetzt gehen wir dann an den Brunnen und waschen unseren Geldbeutel. Jeder sein bitte. Ich habe noch den der Stadt dabei. Auch da kann man sagen, so, wenn man so die letzten Jahre Revue passieren lässt, so ganz schlecht ist nicht klappen. Also ich darf mir nie trauen, diesen Termin heute abzusagen, weil dann war ich hinterher schuld, wenn es nächstes Jahr schlechter geht. Deswegen muss man unbedingt den Geldbeutel waschen, auch den der Stadt. Da passen ein paar Millionen rein, hoffe ich. Schauen wir mal, was rauskommt dabei. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei allen, die dafür sorgen, dass sie in Realität unseren Geldbeutel immer mit auffüllen. Diejenigen, die Steuern zahlen in dieser Stadt, die helfen nämlich in Wahrheit dann mit, dass wir uns die Dinge leisten können, die wir uns leisten wollen. Ihnen allen wünsche ich, dass ihr da helft, dass es funktioniert. Und im Schluss kann ich das sagen, was ich immer sage. Es hat keinen tatsächlichen ernsten wissenschaftlichen Nachweis gegeben, dass es klappt, aber im Gegenzug gibt es auch keinen Nachweis, dass es schott. Also insoweit ist höchstens der Geldbeutel los, aber wir können.